Freunde, ich bin's, Micha von Autoaktiv. So, ich bin heute mal unterwegs, ganz kurz nur. Hab mir ein schönes Wäldchen ausgesucht in kulinarischer Mission. Mal schauen, ob's gelingt. Vielleicht wächst ja schon was. Mal gucken. Lasst euch mal überraschen. Kommt einfach mal mit. Okay, los geht's. Das Wetter passt. Wir haben hier 27 Grad. Heute ist der. Ja, so wie viel ist denn heute? Weiß gar nicht. 18., 19. April. So, was könnte ich hier wollen? Gut, ihr werdet sehen. Vielleicht. Und als Hintergrundgeräusche. Na? Die dicken Flieger. Naja, die Natur ist ganz schön aufgegangen, muss man ja mal sagen. Die letzten paar Tage war es natürlich schön warm. Vielleicht soll ich mich mal hier reinschlagen, ja. Das Gebüsch. Schlag mich mal rein, komm mal mit. Ich war hier schon mal, aber ein paar Jährchen her. Ach, da wächst schon der Sauerklee. Und wie immer, wenn ich im Wald unterwegs bin, die Schuhe aus. Ach, so blöde Schuhe mit verschiedensten Bändchen hier. Das ist eine Endeschleife, weiß. Nicht mehr da. Okay, dann müssen wir halt komplett auf. Ja, ist auch klar. Weiter geht's. Da wächst und blüht der Sauerklee. Wer von euch als Aufgabe sieht ein vierblättriges Kleeblatt? Tja, also ich persönlich habe in freier Natur noch nie eins gefunden. Glückspilz bin ich also nicht. Gut, weiter. Oh, hier ist aber auch ganz schön matschig. Feucht. Na gut. Ich glaube auch nicht ganz, dass wir hier so ganz richtig sind. Oh oh. Das könnte matschige Füße geben, ja. Sieht gar nicht gut aus. Eieiei. Bin ich auch eigentlich gar nicht für ausgerüstet. Mal sehen, ob ich hier irgendwo durchkomme. Ja, als alter Outdoorer könnte man eventuell einen Weg finden. Das ist hier pappig. Leck mich am Arsch. Da kommen wir nicht durch. Kannst vergessen. Also, weiter und höher gelegene. Oh, eigentlich sagt man aber ganz schön weg hier. Da fahre ich wieder den Weg. Na gut. Ich meine, hier wäre irgendwo gewesen. Ganz schön sumpfig, das Gebiet. Gut. Folgt mir. Vielleicht habe ich mich vertan. Oder es gibt tatsächlich noch nichts. Aber hier, da sehe ich es doch. War alles nass. Da wächst es doch. Ich will ja gar nicht viel haben. Ah, hier. Yes. So, was haben wir hier? Ich hoffe zumindest, dass das ist. Riechen. Oh ja. Sehr schön. Also hier können wir ein bisschen was abmachen. Bärlauch, meine lieben Freunde. Bärlauch. Noch ein paar Tage weiter, dann riecht der ganze Wald nach Knoblauch. Ein bisschen was. Ein paar Blättchen reinsammeln hier. Sieht doch gut aus. Gibt ein schönes Bärlauchöl. Bärlauchpesto. Was das Herz begehrt. Hier wird es ein bisschen pappig. Jetzt wächst der Beste. Knobi, mein lieber Freund. Besteht ja die Möglichkeit der Verwechslung, sagt man. Aber das ist keine
Aber man riecht es eigentlich schon, da kann man sich eigentlich gar nicht vertun. Oder sieht das hier etwa aus wie Maiglöckchen? Auch nicht, oder? Da kriegt der Kollege Nacktschnecke rum. Ja, eigentlich reicht mir das schon für eine Portion für heute Abend. Ich hatte vor, so einen mediterranen Nudelsalat zu machen. Muss mal gucken. Da so ein schönes, als einfach nur so als leichte Zugabe, halt ein bisschen Bärlauchöl. Ja, so ein Bund hier. Auf dem Markt bezahlt er da 5 Euro für. Keine Ahnung. Einfach mal in den Wald gehen. Und selber pflücke. Komm, Kollege Spinne, du brauchst nicht mit rein da. Dann haben wir selbst genug. Alles voll hier, alles voll. Guckt euch das an hier, soweit das Auge reicht. Naja, soweit vielleicht nicht, aber die ganze Fläche hier ist voll damit. Wächst natürlich noch anderes Grünzeug zwischen, aber alles voll Bärlauch. Allerdings, um menschlich zu pflücken, ziemlich sumpfig. Aber so hier im Randbereich wächst auch ein bisschen was. Ist doch cool, oder? Ich habe gerade mal 5 Minuten gepflückt und das reicht. Eigentlich für heute genug. Ich muss ja nicht mehr pflücken, wie man braucht. Wir könnten noch eine schöne Bärlauchbutter machen. Ach, so ein paar Dinger pflücken wir noch. Komm. Ein bisschen sumpfig hier. Nee, guck das an hier. Ja, wenn man hier so steht, kann man eigentlich nicht genug kriegen, aber es reicht. Reicht für eine Portion dicke genug. Alles klar. Ja, Freunde, so geht das. Ach, jetzt schnuppern die Finger schön nach Knobi hier. Super. Aber es ist ein schöner, milder Geschmack nachher. Aber ihr kennt Bärlauch ja alle. Ja, erzähle ich ja nichts Neues. So, da geht es wieder zurück zum Auto, das war's schon. Hier sitzt nochmal der Förster und wartet darauf, dass er ein paar schöne Tiere schießen kann. So, jetzt möchte ich euch nur noch bitten, nicht den Platz verraten. Sonst ist morgen nichts mehr da. Den Baum hat auch der Eva übernommen. Sich an mir so ein Scheiß rein hier. Okay. Da geht er. Mal sehen, ob ich meinen Schatten einholen kann. Was ist das hier? Hier so ein Lippenblütler. Riecht aber nicht gut. Aber hier das Gras oder was ist das hier? Ja, doch, ich dachte, das ist hier. Das hier. Pfeilchen. Ja, der Bart wächst, hatte ich ja gesagt, der wird so lang oder soll so lang werden. Ist mit. So, Freunde, das war's eigentlich mal. Mehr gibt's ja hier nicht zu sehen. So, wenn euch der kurze Ausflug Spaß gemacht hat, kurzen Daumen hoch. Ist nie verkehrt. Ein schönes Like, würde mich freuen. Irgendwelche Kommentare immer gerne unten rein, was euch dazu sonst noch so interessiert oder eure Meinung überhaupt. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland. Macht's gut. Oder aus irgendwelchen Gärten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Micha.